Lieber Herr Blume, sehr verehrte Damen und Herren, im Namen der Direktion der Universitäts- und Landesbibliothek möchte ich Sie hier ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie zur Eröffnung der Ausstellung »Mein ganzes Leben war Werbung, wie Beuys zu Beuys wurde« gekommen sind. Und auch wenn wir nicht so viele sind, wir zeichnen auch die Einführung von Herrn Blume auf und laden Sie nachher auch im Internet hoch bei YouTube, und man kann dann auch noch nachhören, wenn Freunde und Bekannte von Ihnen noch diesen Vortrag hören wollen. Ja, wir sind Teil des großen Programmes Beuys 21 und darüber freuen wir uns. Wir sind also mit Museen, Theatern und anderen Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Wir feiern anlässlich des 100. Geburtstags von Joseph Beuys. Die ULB, also die Universitäts- und Landesbibliothek, als Ausstellungsort in einem Atemzug mit großen Museen in Nordrhein-Westfalen, etwas ungewöhnlich für uns, vielleicht aber durchaus im Beuyschen Sinne auch hier in der Universität präsent zu sein. Wir bieten eine Ausstellungsfläche, die anders ist als die von Museen, nicht ganz so professionell organisiert. Aber wir bieten niedrigschwellige Angebote für die Studierenden, WissenschaftlerInnen und BürgerInnen. Täglich passieren 2800 Besucher im Durchschnitt hier vorne das Foyer, sodass auch viele sich die Beuys-Ausstellung ansehen werden, auch wenn sie heute Abend vielleicht nicht hier sind. Gezielt zum Studium der Ausstellung oder nur in der Pause oder beim Warten auf Kommilitonen können die Studierenden sich in diesen Ausstellungen, die wir hier unten organisieren, informieren und finden dadurch auch Zugang zu neuen Themen und zu neuem Wissen und eröffnen sich Zugang zum gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs. Wie müssen wir denken? Mit diesem Beuys-Zitat wird für Beuys 21 geworben. Eine Frage, die sich gerade an einer Universität täglich stellt und auch nicht zuletzt auch unsere Ausstellungen vielleicht kleine Antworten geben können. Ich möchte noch einen zweiten Punkt ansprechen, nämlich die enge Verbindung der Universitäts- und Landesbibliothek zur Kunstakademie in Düsseldorf, an der Hochschule, an der Beuys studierte und seit 1961 als Professor tätig war, bis es dann 1972 zu seiner spektakulären, aufsehenerregenden Entlassung kam. Die Kunstakademie, also wie gesagt, dazu hat die ULB insofern eine besondere Beziehung, als wir die Bestände der ehemaligen Landes- und Stadtbibliothek Düsseldorf übernommen haben, und in deren Beständen befindet sich auch zum Beispiel die Bibliothek des Gründers der Kunstakademie, Lambert Krahe, die als Deposit hier im Gebäude oder in unseren Magazinen lagert. 1932 übernahm die ehemalige Landes- und Stadtbibliothek Düsseldorf, also die Vorgängereinrichtung der Universitäts- und Landesbibliothek, den Bestand der Kunstakademie als Depositum. Weitere Kunstbestände kamen in unsere Sammlungen über den Galeristen Alfred Flechtheim, der also seine umfangreichen Bestände zur Düsseldorfer Malerschule der Bibliothek überließ, und auch durch Sammlungen ist das junge Rheinland sehr gut vertreten. Die Ausstellungskataloge der bekannten Galerie Schmeler sind in der Bibliothek fast vollständig überliefert. Hinzu kommt seit kurzem die Sammlung Alfred Peters, des ehemaligen Direktors des Museums Kunstpalast, mit über 10.000 Werken, die uns seine Witwe überließ. Also aus dieser Sammlung Peters, aber auch aufgrund ihrer landesbibliothekarischen Funktion, die einen kleinen Etat auch für die Erwerbung von besonderen Druckwerken regionaler Künstlerinnen und Künstler vorsieht, stammen die hier im Foyer ausgestellten Werke. Schon seit Beginn der 60er Jahre wurden die wichtigsten Ausstellungskataloge zu Joseph Beuys angekauft. Die Ausstellungen in der Düsseldorfer Galerie Schmeler dokumentiert, Plakate, Druckgrafik und einzelne Multiples und Editionen von Beuys gesammelt. Wenn man jetzt zum Beispiel in das Suchportal der Universitäts- und Landesbibliothek den Namen Beuys angibt, dann kommt man auf über 500 Werke,
Plakate, Ausstellungskataloge inbegriffen, die zu Joseph Beuys. Plakate, die häufig sogar von Beuys selbst signiert wurden, die können wir leider in dieser Ausstellung real nicht zeigen, weil wir keine Hängemöglichkeiten haben in dem Umfang. Wir haben dafür einen Beamer installiert, sodass Sie also die Digitalisate dieser Plakate sehen können. Gerne können Sie auch in den Sonderlesesaal kommen und sich die Plakate im Original angucken. Also, was liegt hier näher im Haus, als eine Ausstellung zu Joseph Beuys zu zeigen, zur Wirkung seines Werkes, zur Rezeption? Hier an der Heinrich-Heine-Universität findet auch viel Forschung zu Beuys statt. Das Handbuch zu Joseph Beuys, was hier gerade erschienen ist, von Professor Skrandis und Bettina Paust herausgegeben, ist ein Beispiel dafür. Jetzt habe ich also genügend Werbung für die Beuys-Sammlung und für die Universitäts- und Landesbibliothek gemacht. Auch unser ganzes Leben hier ist Werbung, wie Beuys das sagt, Werbung für das Wissen, Werbung für Kultur, Werbung für Kunst und Leben. Und jetzt, lieber Herr Blume, kommt der Werbeblock für Sie. Ich wollte Sie noch kurz vorstellen, weil ich nicht weiß, ob alle Ihre Biografie etwas kennen. In der DDR aufgewachsen, setzen Sie sich also schon vor der Wende intensiv mit dem Werk von Joseph Beuys auseinander, obwohl Beuys Werk in der DDR nicht angesagt war und man Beuys die Einreise auch in die DDR verwehrte. Ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule in Erfurt und an der Humboldt-Universität zu Berlin schlossen Sie 1981 mit einem Diplom über den Kunstbegriff bei Joseph Beuys ab. Und ab 1981 waren Sie, Herr Blume, an den Staatlichen Museen zu Berlin als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Und Sie galten in den 80er Jahren als, Zitat, Protagonist des von Joseph Beuys eingeführten erweiterten Kunstbegriffs in der DDR, der auch Aktions- und Installationskunst mit einbezog. Nach Stationen in verschiedenen Museen bauten Sie maßgeblich das Medienarchiv zu Joseph Beuys auf und von 2001 bis 2016 übernahmen Sie die Leitung des Hamburger Bahnhofs des Museums für Gegenwartkunst in Berlin und erhielten dann auch eine Professur im Fachbereich Kunstwissenschaft an der Hochschule für Bildende Kunst in Braunschweig. Und die Jahre 2020, 2021 standen dann ja ganz im Zeichen der Organisation und der künstlerischen Leitung von Beuys 21. Eine ungeheure Herausforderung, das muss man einfach auch nochmal sagen, angesichts der Corona-Pandemie. Ich habe diese vielen Sitzungen miterleben müssen, wo es immer wieder um Verschiebungen von Ausstellungseröffnungen oder Schließungen von Museen ging. Also wirklich eine besondere Herausforderung. Wahrscheinlich haben Sie auch die große Ausstellung im K20 hier in Düsseldorf gesehen, die Herr Blume zusammen mit Catherine Nichols kuratiert hat. Die Anzahl der Publikationen ist unermesslich eigentlich zu Beuys und zu anderen Themen in der modernen Kunst, unter anderem jetzt der Ausstellungskatalog Jeder Mensch ist ein Künstler, kosmopolitische Übungen mit Joseph Beuys oder das Werk Jahrgang 1921, Joseph Beuys und der Sammler Erich Marx bei Schirmer erschienen. Beuys 2021, 100 Jahre Joseph Beuys bei Steidl. Also eine rege Publikationstätigkeit und Ausstellungstätigkeit. Und lieber Herr Blume, wir danken Ihnen wirklich ganz herzlich dafür, dass Sie die Ausstellung zu Joseph Beuys hier im Foyer der ULB kuratieren, dass wir mit Ihnen zusammenarbeiten durften und dadurch diese aufschlussreiche Ausstellung entstehen konnte. Und jetzt würde ich Ihnen gerne das Wort übergeben und freue mich auf Ihre Einführung in die Ausstellung. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Olliges-Wiczorek, vielen Dank für die nette Vorstellung. Ich versuche ein bisschen durch den Weg von Joseph Beuys, der mit Hilfe dieser Publikation unten ausschnitthaft gezeigt wird, zu gehen. Ein junger Mann kommt 1946 aus einem der fürchterlichsten Kriege der Menschheitsgeschichte in seine zerstörte Heimatstadt Kleve zurück.
Er ist 25 Jahre alt und will nach den martialischen Erlebnissen an den Fronten Künstler werden, ohne zu wissen, was das überhaupt heißt. Er ist nach eigenen Aussagen ahnungslos, als er sich 1947 an der Kunstakademie in Düsseldorf immatrikulierte. Er hält sich zunächst an seine Lehrer, vor allem an den Bildhauer Ewald Matteré, bei dem er Meisterschüler wird. Es zeigt sich seine Begabung, die über das Konventionelle nicht hinausreicht. Geistig orientiert er sich an den damals an der Kunstakademie vorherrschenden Moden, an Jean Gebsers Bewusstseinsforschung und seiner Idee von einer aperspektivischen Welt und an Rudolf Steiners Anthroposophie. Er diskutiert die kosmologischen Weltentwürfe Steiners mit seinem Freund, dem Schriftsteller und Weltenbummler Reinhard Lühnen, der die Anthroposophie jedoch ablehnt. Der junge Beuys, von dem hier die Rede ist, ist wie die meisten Deutschen unmittelbar nach dem Krieg orientierungslos. Mitte der 1950er Jahre ereilt den 34-Jährigen eine psychische Krankheit. Wahrscheinlich gibt es für diesen Zusammenbruch mehrere Ursachen. Zum einen ist er künstlerisch mit sich unzufrieden. Er will hoch hinaus, ist von einem messianischen Sendungsbewusstsein durchdrungen, aber die eigene Form will sich nicht einstellen. Beuys arbeitet an großen Themen, aber die Resultate sind nicht auf der Höhe der Zeit. Auffällig sind seine Versuche, alte christliche Bilder zu erneuern, aber auch hier bleibt er konventionell. Ein anderer Grund ist eine unerwiderte und schließlich zerbrochene Liebe. Schwer wiegt aber seine unabwendbare und späte Einsicht, worin er als junger Mensch involviert und wie sehr er schuldig geworden war. Er liest das gerade erschienene Tagebuch der Anne Frank und begreift 10 Jahre nach Kriegsende langsam den rassistischen Wahnsinn der Nationalsozialisten. Nicht von ungefähr beteiligt er sich 1958 als einziger deutscher Künstler an einem internationalen Wettbewerb für ein Mahnmal in Auschwitz-Birkenau. Dieser Josef Beuys fällt etwa 1954-55 in eine schwere Depression, die ihn vollkommen hilflos werden lässt. Die Ärzte, die er mit seinem Vater aufsucht, können ihm nicht helfen oder sehen ihn als unheilbar gestört. Schließlich versucht er aus Verzweiflung, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er hört auf zu essen und zu trinken, legt sich zum Sterben in eine schwarze Kiste, die er zuvor bei einem Tischler bestellt hat. Er wolle am liebsten in Tibet eingemauert werden, verkündete er seinen Freunden, die ihn schließlich in letzter Minute aus seinem selbstgewählten Verlies befreien. Er arbeitet anschließend 3 Jahre in der Landwirtschaft bei den befreundeten Van der Grintens in Kranenburg und heilt sich schließlich selbst. Die Biografie, das eigene Leben und wie es zu beschreiben ist, wird für Beuys zur Frage, die er zu lösen sucht. Nach seinem lebensbedrohlichen Zusammenbruch erlebte Beuys ein gewandeltes Denken und wie Nietzsche konnte er sagen, Zitat, das Leben, geheimnisvoller von jenem Tage an, wo der große Befreier über mich kam, jener Gedanke, dass das Leben ein Experiment des Erkennenden sein dürfe. Zitat Ende. Oder wie Beuys es sagt, der Arzt muss Bilderkenntnis üben. Beuys erzählt später seine Leidenszeit als seine Initiation, seinen Bewusstseinswandel, der ihn in die große Aufgabe führt, von der Kunst her die Welt verändern zu wollen. In seinem Atelier im Kurhaus Kleve entwickelt er Ende der 1950er Jahre das sogenannte Projekt Westmensch, in dem er das Plastische zum umfassenden Bewegungsprinzip erklärt, das allem zugrunde liegt, auch den gesellschaftlichen Prozessen. Er entwickelt seine plastische Theorie, die schließlich die Grundlage seines erweiterten Kunstbegriffs bildet. Aus den Meditationen des Frühromantikers Novalis über einen idealen Künstlerkönig entlehnt Beuys den Satz, jeder Mensch ist ein Künstler.
Was bei dem frühromantischen Dichter noch ein utopisches Versprechen war, das in jedem Menschen einen möglichen Künstler sah, ist Beuys davon überzeugt, dass jeder Mensch a priori ein Künstler ist. Der oftmals missverstandene und banalisierte Satz ist aufgrund seines universellen Anspruchs so etwas wie die Präambel eines Menschheitsvertrages, der für alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer kulturellen Zugehörigkeit die Bedingungen schafft, die ihre schöpferische Freiheit garantieren, aber auch an der Pflicht zur Gestaltung einer solidarischen Gesellschaft festhalten. Mit dem durch Nam June Paik vermittelten Eintritt in die von dem amerikanischen aus Litauen stammenden Künstler George Majunas gegründeten international agierenden Fluxusgruppe wird sein Reformanspruch auch international sichtbar. 1961 wird Beuys gegen das Votum seines Lehrers Ewald Matere Lehrer an der Akademie in Düsseldorf und vermittelt seinen immer zahlreicher werdenden Studenten die Grundlagen der Kunst und seines erweiterten Kunstbegriffs. Es spricht sich herum, dass an der Kunstakademie in Düsseldorf ein Lehrer in einer Weise lehrt, von der man vorher noch nie gehört hat. Beuys ist überzeugt, dass die Pädagogik sein größtes Kunstwerk ist. Er plädiert für einen Vertrag zwischen Schüler und Lehrer, der ein oszillierendes Verhältnis festschreibt, bei dem Lehrer und Schüler permanent die Rollen tauschen. Zeitgleich mit seiner Ernennung zum Professor hat Beuys in Kleve in einem kleinen städtischen Museum im Haus Kuckuck seine erste Ausstellung. Bestückt wird die Ausstellung mit Werken seiner frühesten und eifrigsten Sammler, den Gebrüdern van der Grinten, die unweit von Kleve in Kranenburg auf dem Bauernhof leben, wo Beuys sich von seiner Krankheit befreit hat. 2 Jahre später richten sie Beuys erste Fluxusausstellung in ihrem Stall ein, die nicht nur für Menschen, sondern auch für die Tiere des Hofes zugänglich ist. In seinem ersten Fernsehinterview erzählt Beuys, dass ein Schwein gerade sein Objekt mit dem Titel Der Metzgerladen gefressen hätte. Zu beiden Ausstellungen entstehen Kataloge, die ersten von Beuys, in etwas biederer Weise gestaltet von Franz Josef van der Grinten. Die Kataloge sind inzwischen äußerst rar und es ist ein Glück, sie in den Beständen der Universitätsbibliothek hier im Hause zu wissen. In seinem ersten Katalog zur Ausstellung im Haus Kuckuck weigert sich Beuys, eine der üblichen Biografien zu verfassen. Stattdessen zählt er Lebensstationen auf Orte, die er im Krieg zwangsweise bereist hat, macht sie zu seiner individuellen Odyssee, die den Krieg als Bildungsreise und zugleich als Irrfahrt beschreibt. Nur wenige sehen diese Ausstellung. Vor allem die sogenannte Stallausstellung wird später von der Kunstgeschichte als avantgardistische Ausstellungsform inmitten eines bäuerlichen Lebens beschrieben. Beuys verweist im Zusammenhang mit seinen Erweiterungsideen zum ersten Mal auf einen erweiterten Kulturbegriff, der wie bereits der spätmittelalterliche Philosoph und Theologe Nicolaus Cusanus ausführte, in seiner lateinischen Wurzel von Cultura, vom Ackerbau herstammt und weit mehr meint als ein spezialisiertes Künstlertum. Zum ersten Mal werden lebende Tiere als selbstverständliche Rezipienten und Ausdruck eines ganzheitlichen Denkens zugelassen. Die Idee, das Tier in seine Aktionen einzubeziehen, etwa 1963 in seiner ersten Fluxusaktion unter dem Namen Sibirische Symphonie, einem Hasen auf offener Bühne das Herz herauszunehmen, später dann einem toten Hasen die Bilder zu erklären und 10 Jahre darauf in New York mit einem lebenden Kojoten zu sprechen oder mit einem weißen Schimmel auf der Bühne der Experimenta 3 in Frankfurt zu stehen, findet hier ihren Ursprung. 1964 ist für Beuys das entscheidende Jahr. Am 20. Juli ist er Teilnehmer eines Fluxusfestivals an der Technischen Universität in Aachen, in dessen Verlauf er von einem Studenten blutig geschlagen wird.
Der Fotograf Heinrich Riebeseel hält die Szene mit dem blutenden Beuys fest, der den Arm zur Heilsgeste erhoben, einen pneumatischen Kruzifix in der Hand hält. Die Fotografie wird zur Ikone der Beuys-Rezeption und weltweit verbreitet. Für das Programmheft dieses Festivals schreibt Beuys seine Biografie als einen autopoetischen Text zwischen Dichtung und Wahrheit, als untrennbare Einheit von Lebens- und Werklauf. Der 1921 geborene Joseph Heinrich Beuys wird zu Beuys in der dritten Person, zu einer von ihm geschaffenen Figur in signifikanter Kleidung, die in die Arena des gesellschaftlichen Diskurses eintritt. Dieser Beuys wird nun in jenem Feld sichtbar, das die Philosophin Hannah Arendt Erscheinungsraum nannte, einen Ort, an dem alles Gesagte öffentlich und politisch und vor allem überprüfbar wird. Beuys experimentiert mit sich selbst und will vor aller Augen die Richtigkeit seiner Thesen beweisen, dass schöpferisches Handeln, dass allein die Kunst die Freiheit des Einzelnen und der Gesellschaft möglich macht. Es ging um eine Therapie, in der das Verhältnis von Patient und Arzt oszillierend geworden war. Kirsten Claudia Vogt hat zu Recht auf Friedrich Nietzsches biografische Schrift Exe homo, wie man wird, was man ist, als wesentliche Anregung für Beuys verwiesen, seine Biografie neu zu fassen. Bereits im Vorwort von Nietzsches Kriegserklärung an seine Zeit meint man, den Agitator Beuys zu hören. Zitat: In Voraussicht, dass ich über kurzem mit der schwersten Forderung an die Menschen herantreten muss, die je an sie gestellt wurde, scheint es mir unerlässlich zu sagen, wer ich bin. Zitat Ende. Und würde man Beuys nach dieser schwersten Forderung gefragt haben, hätte die Antwort zweifellos geheißen, der erweiterte Kunstbegriff. Aber zu sagen, wer ich bin, lehnte Beuys demonstrativ ab. Im Gegensatz zu Nietzsche meidet Beuys das Ich. Ostentativ entzieht er seiner Biografie die Privatheit. Selbst die Geburt wird als behelfsmäßig zusammengezogene Wunde zu einer Ausstellung am falschen Ort. Er nennt wiederholt Kleve statt Krefeld als Geburtsort. In seinem Lebenslauf-Werklauf erscheint statt des Ichs Beuys in der dritten Person. Der Name Beuys soll fortan wie Nietzsche oder wie bei dem von ihm verehrten James Joyce als Titel für die Sache des Denkens stehen. Friedrich Nietzsche, der 1888 der Antichrist Fluch auf das Christentum geschrieben hatte, nannte seine nachfolgende Biografie überraschend, nachdem von dem Römer Pontius Pilatus vor dem geschundenen Jesus von Nazareth ausgerufenen Exe homo. Auch Beuys hat für sein autobiografisches Werk mit Arena ein lateinisches Wort gefunden, das wie bei Nietzsche mit dem Zurschaustellen eines Kampfes und der nicht ausbleibenden Wunden zu tun hat. Im Untertitel dieses fotografischen Werktableaus, das Beuys später daraus schuf, bekannte er allerdings, wo wäre ich hingekommen, wenn ich intelligent gewesen wäre. Nietzsche hatte hingegen ironisch geschrieben, warum ich so klug bin und warum ich so kluge Bücher schreibe. Er verstand sich bereits auf jener Höhe, auf die Beuys mit seiner ironischen Bemerkung anspielte. Nietzsche sagte, Zitat, ich will kein Heiliger sein, lieber noch ein Hanswurst. Vielleicht bin ich ein Hanswurst. Und trotzdem, oder vielmehr nicht trotzdem, redet aus mir die Wahrheit. Beuys wird bewusst zur Clownsfigur, zum Hanswurst, zum Scharlatan, wie er von den meisten Kritikern genannt wird. In dem 24-stündigen Happening mehrerer Fluxuskünstler, unter anderem Wolf Hostell, Bart zum Brock, Thomas Schmidt, nahm schon Pike in der Galerie Parnasse in Wuppertal, führt Beuys 1964 seine Aktion und in uns, unter uns, Land unter auf. Der Katalog dieser
Dieses Happenings ist ein Objektbuch, das von herkömmlichen Katalogen radikal abweicht. Das eingelegte Leporello zeigt Fotografien der Aktionen von der Wuppertaler bis dato unbekannten Fotografin Ute Klopphaus. Zum ersten Mal begegnet Beuys der Künstlerin, die bis an sein Lebensende sein Werk und Handeln nicht nur dokumentiert, sondern mit einer kongenialen Fotoästhetik die Figur Beuys in Bilder übersetzt, die fortan die meisten seiner Kataloge illustrieren. Ihr gelingt es, den inneren Menschen zu zeigen, die magischen und übersinnlichen Kräfte, die Beuys als Schamane in seinen Aktionen anruft. In allen seinen Katalogen überwiegen nun diese Fotografien, die so nah an Beuys sind, dass oftmals die Autorin nicht genannt wird und die Fotografien wie selbstverständlich Beuys zugesprochen werden. In den 1960er Jahren ist Beuys Teil einer Bewegung, die die Kunst aus den Händen einer bürgerlichen Oberschicht befreien will. Es entstehen Kunstformen, die alle Grenzen überschreiten und vehementen Protest hervorrufen. Etwa in der legendären, von dem jungen Schweizer Kunsthistoriker und Museumsleiter Harald Seemann verantworteten Ausstellung »Wenn Attitudes become Form«, »Wenn Haltungen zur Form werden«, im Frühjahr 1969 in der Berner Kunsthalle eine spektakuläre Ausstellung, die die wichtigsten Rebellen der internationalen Szene zum ersten Mal in einem Museum vereint, unter ihnen Beuys, der seine Fettecken ausstellte. Der Katalog erscheint in der schlichten Form eines Schnellhefters, in denen lediglich Formblätter mit den Daten und Bildnisfotografien der Künstler eingeheftet sind, ein gegen die opulenten Kunstbücher, gegen die etablierten Coffee-Table-Books des kommerziellen Betriebs gerichtetes Understatement. Das Schweizer Publikum ist empört, hält nichts von alledem für Kunst, und Seemann muss seinen Posten verlassen. Als Beuys 1967 von Johannes Kladders, Direktor des Städtischen Museums in Mönchengladbach, zu seiner ersten umfangreichen Museumsausstellung eingeladen wird, schlägt er statt eines Kataloges eine Schachtel vor, in die ein Filzobjekt, Text und wiederum Fotografien von Ute Klopphaus eingelegt sind. Die Schachtel war längst Inbegriff einer von Marcel Duchamp erfundenen Vervielfältigungsform, die er als Miniaturmuseum in seiner berühmten Schachtel im Koffer verwendet hatte. Die Fluxuskünstler nutzten bevorzugt die Schachtel als künstlerisches Objekt, ganz im Sinne des von George Majunas erfundenen Multiples, einer antikommerziellen Kunstform. Die Katalogschachtel seiner ersten Ausstellung unter dem dynamischen Titel Parallelprozesse 1 hat Beuys später in das Verzeichnis seiner Multiples aufgenommen, das an seinem Lebensende über 570 Werke umfasste. Als die gesamte Ausstellung von dem hessischen Sammler Karl Ströer erworben wurde und 1968 mit anderen Künstlern aus Ströers Sammlung, vor allem der amerikanischen Popkunst, auf Tournee ging, unterschied sich Beuys im Katalog von den üblichen Werkabbildungen durch Fotostrecken, die sein Werk und Leben als Einheit darstellen sollten. Wiederholt bedient sich Beuys der geheimnisvoll wirkenden Fotoarbeiten von Ute Klopphaus, die seiner Intention folgen, die Wirkung übersinnlicher Kräfte zu zeigen. Die Fotografin nimmt Anleihen bei der frühen spiritistischen Fotografie, arbeitet mit Unschärfen, lässt Flecken und Haarbildungen unretuschiert. Ihre Arbeitsweise ist übrigens anhand ihrer Fotografien zu den Aktionen von Beuys in der noch laufenden Ausstellung im Von der Heydt Museum in Wuppertal beeindruckend zu sehen. Die Einladung von Pontus Hultén an Beuys 1971 im Moderna Museet, damals das weltweit renommierteste Museum für zeitgenössische Kunst, auszustellen, verlangte abermals einen besonderen Katalog. Beuys kannte offensichtlich den legendären Katalog von Andy Warhols erster Museumsausstellung 1968 im Moderna Museet,
der außer Zitaten von Warhol selbst auf jeden Text verzichtete und stattdessen in einer fotografischen Bildstrecke den Universalbildermacher als Filmer, als Produzent, als glamouröse Figur inmitten seines New Yorker Produktionskollektivs in der Factory zeigt. Während Warhol seine todessüchtigen Flowers auf dem Cover abbildet, wählt Beuys ein Relikt aus seiner 1964 im Fernsehen übertragenen Aktion mit dem programmatischen Satz: Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet. Es handelte sich um eine Kampfansage an die kunsthistorische Rezeption, die ungebrochen Marcel Duchamp als das überragende Künstlergenie des 20. Jahrhunderts feierte. Beuys bezichtigte hingegen den Erfinder der Ideenkunst der elitären Tatenlosigkeit und propagierte seine soziale Plastik als die logische Fortsetzung dessen, was Duchamp begonnen hatte. Deutlich sichtbar orientiert sich Beuys in seinen Kunstkatalogproduktionen an den international führenden Künstlern und Strömungen der 1960er Jahre. Ausgehend von den Fluxusideen meidet er jene gefälligen und oftmals erstarrten ästhetischen Gestaltungen, die nach seinem Tod bis heute leider auch die Beuys-Literatur bestimmen. Die Ausstellung seiner umfassenden, von Karl Ströer erworbenen Werkgruppe 1970 im Kunstmuseum Basel, die er danach unter dem Namen Block Beuys dauerhaft in 7 Räumen des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt einrichtet, wird von einem Konzeptbuch begleitet. Auf dem Titel zeigt Beuys einen programmatischen Text aus der Partitur seiner Aktion In uns, unter uns, Land unter im Rahmen von 24 Stunden in Wuppertal. Der Text verkündet die Transformation des Planck'schen Wirkungsquantums H in H gleich Mensch. Für Beuys ist der Mensch das wirksamste Energiefeld der Evolution. Der Mensch ist für Beuys nicht nur der Krümmer des Raumes und der Zeit, sondern auch der Träger der Wahrheit. Er ist für ihn ein Künstler. In dem bemerkenswerten Katalogbuch vereint Beuys Rezeptionstexte, Partituren, Legenden und Handlungen mit Werkabbildungen, wechselt die Schriften und bricht mit jeder herkömmlichen Gestaltungsidee. Ein Jahr später, 1971, begann die Zusammenarbeit zwischen Beuys und dem italienischen Galeristen Lucio Amelio, der in Neapel seine Modern Art Agency betrieb. Im Krieg hatte Beuys in Neapel seine zweite Heimat entdeckt. Amelio erinnert sich später 1943 den Soldat Beuys auf der Straße in Neapel gesehen zu haben. Amelio ist Kommunist und hat in den 1950er Jahren bei dem Opernregisseur Walter Felsenstein in Ost-Berlin gearbeitet und sich als Sänger ausbilden lassen. Auf dem Katalog und dem Plakat der ersten Ausstellung in Italien zeigt sich Beuys als Revolutionär, der aus dem Tor einer Renaissance-Villa auf den Betrachter zuschreitet und verkündet: La Revolution es siamo noi, die Revolution sind wir. Die Renaissance ist für Beuys der Beginn einer Zeit, die jene Frucht öffnete, die Jesus Christus der Welt gebracht hat. Die Ich-Kraft, die sich in den 7 Ich-Worten in den Evangelien zum ersten Mal ausspricht und die Befreiung des Subjekts aus den religiösen Gruppenzwängen und den Gesetzen des Alten Bundes verkündet. Für Beuys ist Christus der Beginn einer umfassenden Sozialtherapie. Von hier aus beginnt für Beuys die analytische Weltbetrachtung, die Wissenschaft und der Materialismus. Auf kleinen Herz-Jesu-Votivbildchen schreibt Beuys: Jesus Christus ist der Erfinder der Dampfmaschine. Auf einem anderen ist er für ihn der Erfinder der Elektrizität oder des dritten thermodynamischen Leitsatzes. Leonardo da Vinci ist für Beuys die überragende Gestalt, die beides verkörpert, die Rationalität und die Spiritualität in einer Person komplementär vereint. Im Grunde ist Leonardo für Beuys der erste Anthroposoph.
Die nächste Etappe in Beuys Werklauf ist die Teilnahme an der überragenden Documenta 5, die Harald Seemann, eingeladen von ihrem Gründer Arnold Bode, als Sekretär zu verantworten hatte. Seemann zeigte alle Künstler, mit denen er noch 1969 in Bern gescheitert war, und geht zugleich weit darüber hinaus. Die bis dahin größte Documenta umfasst auch die sogenannten angewandten Künste, das Design in seinen vielfältigen Möglichkeiten. Seemann greift auch die Idee des Kataloges als Schnellhefter wieder auf, nur diesmal ist es ein umfangreicher Aktenordner. Beuys zeigt sich überraschenderweise ohne jedes Kunstwerk ausschließlich als politischer Künstler. Von Seemann eingeladen, in der Abteilung individuelle Mythologien aufzutreten, kam Beuys statt mit Werken mit seinem Büro der Organisation für direkte Demokratie und diskutierte 100 Tage Fragen der Demokratie und die Probleme der westlichen Gesellschaft insgesamt, die für ihn dringend reformbedürftig war. Zum ersten Mal nutzte ein Künstler eine internationale Ausstellung als Forum, als permanente Konferenz. Die Strategie von Beuys' erweiterten Kunstbegriff wird in der Gesellschaft immer sichtbarer. Und er gewinnt zunehmend auch internationales Interesse. Ernst Brücher, der berühmte erste Verlagschef von Dumont in Köln, dem profiliertesten Kunstverlag in Deutschland, nimmt 1973 Beuys in die Reihe der großformatigen Künstlermonographien auf, in der zuvor 1963 Robert Lebels 1959 in Paris verlegte sensationelle Duchamp-Monographie erschienen war. Beuys stand jetzt in einer Reihe mit dem französischen Übervater, den er nach 1964 vom Thron zu stürzen gedachte. Zum ersten Mal zeigt Beuys in dieser Monographie seine Kriegsgeschichte, auch mit Fotografien seines Absturzes 1944 über der Krim, den er seit Ende der 1960er Jahre als Rettungslegende und Wandlungsgeschichte verbreitete. Auf dem Schutzumschlag ist Beuys in der Goldmaske aus der Aktion »Wie man dem Totenhasen die Bilder erklärt« in einer Fotografie von Ute Klopphaus zu sehen, die für die aufwendige Monographie die meisten Fotos zur Verfügung gestellt hatte. Das Buch folgt dem 1964 geschriebenen autopoetischen Lebenslauf Werklauf und stützt sich auf ein ausführliches Gespräch, das Beuys mit den Autoren geführt hat. Wenn es um die in den 1960er Jahren explizit gestellte Frage nach der Rolle von Kunst im politischen Kampf ging, war Beuys inzwischen zur zentralen Figur einer möglichen Antwort geworden, die er als Künstler in seinen speziellen politischen Praktiken entwickelt hatte. Eingeladen im Londoner ICA, diese Frage erneut zu stellen und möglich zu beantworten, erschien Beuys lediglich mit der Forderung, 100 Schultafeln bereitzustellen, die ihm helfen sollten, seine politischen Debatten mit Tafelzeichnungen zu unterstützen. Beuys setzte also 1974 in London seine 1972 auf der Documenta 5 in Kassel begonnene permanente Konferenz fort. Im Katalog lässt er sein Manifest »Ich durchsuche Feldcharakter« abdrucken, das auf die Rolle seiner sozialen Plastik verweist. Gleichzeitig stellte Joseph Beuys zum ersten Mal ein Konvolut von Zeichnungen in England, Irland und nachfolgend in der Schweiz unter dem Titel »The Secret Block for a Secret Person in Ireland« aus, das er als ein Werk verstand, als eine, wie er sagte, Installation mit Zeichnungscharakter und, Zitat, »man kann es als eine Biografie sehen, als eine Geistesgeschichte, die in Beziehung steht zu einigen, man könnte sagen, zu einigen Geheimnissen.« Während er im ICA die gesellschaftlichen Probleme rationalisierte, zeigte er in seinen Zeichnungen die andere, die unerfahrbare Seite des Seins, zu der am ehesten die Kunst eine Tür zu öffnen verstand.
Ebenfalls 1974 während seines ersten Besuches in den USA, bewusst erst nach dem Ende des Vietnamkrieges, sondierte Beuys in Vorträgen an Kunsthochschulen und Begegnungen mit politischen Gruppen, etwa mit den Feministinnen von Women's Liberation, die Bereitschaft amerikanischer Studenten, seinen politischen Diskurs über einen erweiterten Kunstbegriff anzunehmen. Noch im gleichen Jahr kehrte er nach New York zurück, um seine berühmte Aktion I Like America and America Likes Me aufzuführen, bei der er 3 Tage mit einem lebenden Kojoten verbrachte. Beuys wollte Kontakt zu dem ursprünglichen, vor dem weißen Mann existierenden Kulturkreis aufnehmen und stellte eine spirituelle Beziehung zu einem Kojoten her, der in manchen nordamerikanischen Stämmen, danke, als Gott galt. Die Aktion bezog sich auf den Genozid an den indigenen Völkern der 2. Besiedlungszeit. Beuys führte sie in einer Zeit auf, in der in den USA zum ersten Mal eine junge Red Power Bewegung auf die von Weißen geführten Vernichtungskriege gegen ihre Ahnen aufmerksam machte. 1979 schließlich lud Thomas Messer, der damalige Direktor des Guggenheim Museums in New York, eines der angesehensten Häuser in den USA, Beuys für eine Retrospektive ein, die im ganzen Haus stattfinden sollte. Das in dem Londoner Verlag Thames & Hudson gemeinsam mit der Kunsthistorikerin Caroline Thistle erschienene Begleitbuch folgt den 24 autobiografischen, als Einheit von Lebens- und Werklauf aufgebauten Stationen, die am oberen Ende der berühmten Spirale des Museums mit der Geburt begann. Der Besucher stieg von den jüngsten Werken von Beuys zur Geburt hinauf, ganz im Sinne der im Katalog am Ende seiner Biografie verkündeten Wiedergeburt 1973, Beuys was born in Brixton. In einem Interview sagt Beuys 1979, ich habe jetzt mit meiner Biografie abgeschlossen. 1964 war das Verschmelzen von Lebens- und Werklauf, also die untrennbare Einheit von Alltags- und Künstlerleben, noch eine programmatische Absicht. 1979 war Beuys in der Person eines totalen Kunstbegriffs angekommen. Leben und Kunst waren für ihn zu einer kongruenten Tatsache, einer geistigen Wiedergeburt geworden. Auf dem Schutzumschlag zeigt Beuys einen quer über das Buch gelegten, an Stangen befestigten toten Hasen, ein Detail aus einem Foto von Ute Klopphaus aus der Aktion Eurasia. Auf dem Frontispiz, dem Titel der Ausstellung gegenüber, erscheint ein spirituelles Porträt von Beuys, ein Negativabzug. Der Künstler sozusagen als innerer Mensch, als Verbildlichung seiner Botschaft, dass die Inneren die entscheidenden Bilder sind. Das Bildnis verweist auch auf eine der für Beuys wesentlichen Forderungen an den um Freiheit ringenden Menschen: Zeige deine Wunde. Innerer und äußerer Mensch sollten nicht getrennt sein. Das Innere sollte einen wesentlichen Anteil an einem permanenten Diskurs über Menschheitsfragen gewinnen. Schließlich hat Beuys seine Kunst als anthropologisch verstanden. Beuys zeigt sich überraschenderweise im Katalog bereits auf den ersten Seiten als aktiven Kriegsteilnehmer. Er verheimlicht in Amerika, das in diesem Krieg Millionen Verluste zu beklagen hatte, keineswegs seine Mitschuld. Er bricht mit diesen Selbstdarstellungen in Uniform bewusst, dass in Deutschland in seiner Generation auch 1979 noch immer weit verbreitete Schweigen über die eigene Rolle im Nationalsozialismus. Zum ersten Mal wird die Kritik auf Beuys als Kriegsteilnehmer aufmerksam. Der deutsche in New York lebende Kunsthistoriker Benjamin Buchloh schrieb in der linken Zeitschrift Oktober 1980 über Beuys als ein Idol im Zwielicht und wirft ihm vor, seine Schuld verharmlost oder gar verschleiert zu haben.
Die Debatte hält bis heute an. Wir haben uns im Rahmen von Beuys 2021 entschlossen, in Form eines Kolloquiums über das Problem Beuys zu diskutieren. Dazu waren alle Kritiker eingeladen. Aus New York war Benjamin Buchloh zugeschaltet, der seine Vorwürfe erneuerte und erweiterte. Anwesend waren Albert Markert, der 1996 gemeinsam mit Frank Giesecke eine alternative Beuys-Biografie unter dem Titel Filz, Fett und Vaterland verfasst hatte, auf die sich alle nachfolgenden kritischen Veröffentlichungen bezogen, vor allem der Schweizer Kunsthistoriker Beat Wies in seinem Text Beuys, der ewige Hitlerjunge, und Hans-Peter Riegel in seiner vierbändigen Beuys-Biografie und als jüngste Veröffentlichung das Buch von Ron Mannheim, Beuys beim Wort genommen. Unser Kolloquium ist über YouTube zu verfolgen und jeder kann für sich entscheiden, ob die vorgetragenen Argumente bestätigen, dass Beuys ein völkisch-nationalistisch denkender, rückständiger Mensch geblieben war, der sich dem Denken entzogen und keine Wirklichkeitsbindung hatte, oder ob Beuys ein Künstler war, der viele unserer fundamentalen Probleme, nicht zuletzt die Klimakrise und die Zerstörung unseres Planeten, auf die herrschende Wirtschaftsform zurückgeführt und daran gearbeitet hat, eine neue Wirklichkeit, eine andere, solidarisch bestimmte Ökonomie zu entwickeln. Nicht zuletzt seine Kriegserfahrungen dienten ihm, diesen Destruktionen eine von der Kunst her gedachte Alternative zu entwickeln. Die Ausstellungen zum 100. Geburtstag sehen in Beuys einen zukünftigen, einen Denker, der Vorschläge unterbreitet hat, die ihren Sinn nicht verloren haben. In unserer kleinen Ausstellung hier in der Universitätsbibliothek läuft ein Film, der die erste öffentliche Debatte von Beuys 1970 im vollbesetzten Düsseldorfer Bildungsforum dokumentiert. In Spielfilmlänge von 90 Minuten und in der Hitchcock-Schwarz-Weiß-Ästhetik debattieren damals hoch angesehene Personen. Der Philosoph und Architekturtheoretiker Max Bense, der Anthropologe und Philosoph Arnold Gehlen und der Schweizer Künstler Max Bill, moderiert von dem Kunsthistoriker Wieland Schmid. Der Film zeigt, mit welcher Vehemenz Beuys seine Haltung verteidigte. Wir sehen einen heute längst verlorenen Gesprächsstil, der von Emotionen getragen in hohem Maße unterhaltsam ist. Die in den Vitrinen ausgebreiteten Bücher und Kataloge erfahren auf diese Weise eine starke Verlebendigung und einen Einblick in die Zeit, der Beuys angehörte. Ich möchte am Ende allen danken, die dazu beigetragen haben, dass diese kleine Ausstellung hier im Foyer, die hoffentlich viele sehen werden, so schön geworden ist. Ich danke vor allem Frau Olliges Wiczorek, Frau Spies und Frau Lukas und der über alles waltenden praktischen Hand von Herrn Neumann, der auch meinen Vortrag gerade aufgenommen hat. Vielen Dank für Ihr Kommen und Ihr Zuhören und ich wünsche einen schönen Abend. Ja, wir bedanken uns auch nochmal ganz herzlich für den schönen Vortrag. Vielleicht gibt es noch eine Frage an Herrn Blume, dann wird er sie bestimmt noch gerne beantworten. Und darf ich noch mal was Persönliches fragen? Ich habe mich ja mit Ihrer Biografie jetzt auch etwas auseinandergesetzt, nicht nur mit der Beuys-Biografie, sondern auch mit der Blume-Biografie. Und ich fand es wirklich sehr überraschend, dass ich dann lesen musste, Sie schreiben 1981 in der DDR eine Diplomarbeit über Josef Beuys, wo doch in der DDR Josef Beuys überhaupt nicht angesagt war. Wie konnte man überhaupt eine Diplomarbeit über Beuys schreiben, wenn man gar keinen Zugang zu seinem Werk hatte? Er konnte ja nicht ausstellen in der DDR oder
Ja, wie sind Sie vorgegangen? Das würde mich noch interessieren. Oder wie ist auch die Rezeption in der DDR von Beuys gewesen? Das ist natürlich eine lange Geschichte. Ja. Der Vortrag müsste jetzt noch mal so lang sein, weil das komplizierte Zusammenhänge sind. Ich kann nur so viel sagen, dass ich als ganz junger Mensch unzufrieden war mit diesem sogenannten sozialistischen Realismus, der in der DDR vorherrschte. Und alle Künstler, die auch nicht diesem politischen Diktat folgten, bewegten sich eigentlich in der Tradition der klassischen Moderne. Und als junger Mensch hat man so ein bisschen mitbekommen, dass im Westen ganz andere Strömungen unterwegs sind. Und ich bekam 1976 ein kleines Buch über Beuys geschenkt von einem Freund, der aus West-Berlin mich besucht hat. Und ich habe dieses Buch gelesen, war sofort fasziniert von einem Künstler, der behauptet, er könne von der Kunst her die Welt verbessern und verändern, und der auch über Demokratie sprach, über Sozialismus und die Begriffe, die wir auch kannten und deren Hohlheit wir auch in der DDR oder deren Unwahrheit wir dort lernen durften. Aber mich hat dieser Künstler nicht mehr losgelassen. Ich studierte damals im ersten Jahr an der Humboldt-Universität und habe das zunächst vergessen, aber als die Abschlussarbeit herankam, habe ich gedacht, Mensch, ich schreibe über den, ich kenne die Kunst zwar nicht, aber ich kann mir seine Ideen, also den Kunstbegriff zu erweitern, das kann ich mir erarbeiten. Und ich habe ihn damals bezogen auf die russische Revolutionskunst, die also 1917, nach der russischen Revolution gab es ja bis zu Lenins Tod eine unglaubliche Avantgarde in Russland, die also ähnliche Ideen entwickelt haben wie Beuys. Das hat mich interessiert, also diesen Vergleich. Und ich habe, das muss ich sagen, einen Professor gefunden an der Humboldt-Universität, Harald Olbrich, der auch über russische Avantgarde geforscht hat, also der meine Arbeit betreut hat bis zum Abschluss und der später dafür ein Parteiverfahren sich eingehandelt hat, weil man in den 80er Jahren begann man Beuys wirklich als gefährliche Person zu sehen und er wurde auf den Index gesetzt und gerade seine Agitation gegen den östlichen Staatskapitalismus und den westlichen Privatkapitalismus, also das gefiel ihm, dass er Antikapitalist war, aber dass er den Osten nun auch unter Staatskapitalismus fasste, das gefiel ihm nicht. Und die grüne Bewegung, das war in der DDR sowieso ein rotes Tuch, weil es gab eine marode Wirtschaft, die alles andere als ökologisch war. Und insofern wurde der Beuys auch nicht zugelassen. Also wir haben ihn eingeladen zu einem Gespräch nach Ost-Berlin 1984 und er wurde an der Grenze abgewiesen mit dem schönen Satz: Sie kommen nicht mal 5 Minuten in die DDR, Herr Beuys. Das war ein toller Satz von einem Grenzoffizier. Und das war aus deren Sicht natürlich richtig. Also es warteten über 400 Menschen auf Beuys und er hätte möglicherweise das Ende der Mauer schon vorzeitig in Gang gesetzt. Ja. Gut, das dazu. Ja, vielen Dank. Also, das ist für mich nochmal so eine ganz interessante Erfahrung, weil ja, ich zu der Zeit ja noch relativ Kind war und nicht so viel mitbekommen habe und auch die DDR nur aus meinen Kindheitserlebnissen kenne. Man fährt dahin und besucht Verwandte und so weiter. Und mit der Kunst in der DDR habe ich mich auch so noch wenig beschäftigt. Aber es hatte mich so überrascht und ich finde es schön, dass ich es jetzt nochmal ausgeführt habe. Vielen Dank. Ja, Ihnen darf ich dann noch, da kommt noch eine Frage. Sehr schön. Sie haben gesagt, dass Beuys die Kunst aus den Händen einer Kriegsherren Oberschicht befreien wollte. Aber glauben Sie, dass es gelingt? Also manchmal scheint es mir so, dass Fluxus doch gerade einen gewissen Bildungsgrad manchmal mit sich bringen muss, damit man es überhaupt erst versteht und man das dann, also die Verbildung dann wieder damit realisieren kann. Ja, die Befreiung war nicht der Versuch, komplizierte Kunstzusammenhänge zu verstehen, sondern es war der Versuch, jedem klarzumachen, dass er in sich selbst die schöpferischen Kräfte hat, die dazu führen, die Gesellschaft zu verändern. Also das war der Aufruf, das Künstlersein oder die Essenz der künstlerischen Produktion in die Allgemeinheit zu übertragen
Ich habe das ja angedeutet, für mich heißt das Verantwortung für die eigene Form übernehmen und auch die Pflicht zu haben, in der Gesellschaft gestalten zu wirken. Und das betraf alle und nicht eine elitäre Schicht, die also das Recht in Anspruch nimmt, die wahren Rezipienten oder Besitzer auch durch ihr vieles Geld von Kunst zu sein. Also das war der Versuch einer Demokratisierung von Kunst. Also das ist die politische Seite, also nicht das traditionelle Kunstverständnis, sondern die revolutionäre Idee, die also er entwickelt hat. In dem ganzseitigen Artikel von Hanno Rauterberg in der Zeit, der überschrieben war mit Ein deutscher Heiland, ja. Der lässt ja zumindest in so einer Art rhetorischem barocken Verfahren, sage ich jetzt mal etwas ungenau, eben dieses Problem oder dieses Thema doch sehr, ja, ich will jetzt nicht gleich sagen weitgehend, aber doch thematisierend ein Stück weit in den Mittelpunkt rücken. Und ich würde, Sie haben ja auch Bezug genommen auf ein paar oder auf eine Aussage von Beuys, in der er sich auf sowas wie eine Art Parallele oder Nähe zumindest zu dem, was hierzulande in unserer Kultur, mal ganz grob gesagt, Jesus-Figur oder wie man es nennen will, ausmacht. Die Jesus-Figur, die hat ja noch ein paar sehr problematische Seiten, also die problematischste oder eine der problematischsten ist höchstwahrscheinlich doch diese am Kreuz. Gott, warum hast du mich verlassen? Gibt es irgendwas bei Beuys, das sowas mit einbezieht? Was auch problematisch ist, ist zum Beispiel seine Wiedererscheinung und wie er sich seinen Jüngern präsentiert, sage ich jetzt mal etwas flapsig. Also die Sache mit der Umdeutung in Thomas, ne, den er die Finger in seine Wunde legen lässt, um ihn zu überzeugen, dass er tatsächlich wahrhaft auferstanden ist. Ne. Falls Sie da jetzt zu einer Art, wenn auch entfernter Ähnlichkeit oder sowas in der Richtung was sagen wollen, würde es mich sehr interessieren. Ja, das ist natürlich ein ganz kompliziertes Thema. Das würde auch jetzt wieder Stunden erfordern, darüber ausführlich zu sprechen. Aber was mich daran fasziniert hat, dieses Christusbild, was Beuys sieht, hat eine Parallele zu seiner plastischen Theorie. Also als er begriffen hat, dass im Grunde alle Prozesse diesen plastischen Prinzip oder diesen plastischen Bewegungen unterliegen, was für ihn heißt, dass aus dem Chaos eine Form entsteht. Also er sieht die Schöpfung, also selbst das Planetarische, die Entstehung des Planeten kommt aus dem Chaos und dann entsteht eine Form, und diese Form meint er, auf die Gesellschaft bezogen, muss man betrachten, und wenn diese Form nicht genügt, also den Ansprüchen der Zeit nicht genügt, muss sie auch wieder zerfallen können. Das hat mich als DDR-Bürger begeistert, weil es ein anti-ideologisches Prinzip ist. Also es lässt keine Ideologie zu, weil es heißt, ich kenne die Zukunft nicht, ich habe nichts, was ich euch geben kann, dem ihr folgen müsst, sondern ich habe nur eine Bewegungsform. Ihr müsst immer wieder versuchen, das zu erreichen, was für die Gegenwart mit ihren Bedingungen das Wichtigste ist.
oder was brauchbar ist oder was, was der Gesellschaft insgesamt dient. Das ist ja ein sehr solidarisches Prinzip. Und das, was Sie über Christus sagen am Kreuz, also dass ein Gott an sich selbst als Gott zweifelt, das ist im Grunde die plastische Theorie, selbst das zerfällt, ist quasi am Ende und an diesem Endpunkt, erst da gelingt die Auferstehung. Da kommen die neuen Ideen zustande, wenn das Ganze aufschlägt, in die Materie einschlägt. Erst dann, man kann nicht mittendrin anfangen, neue Ideen zu entwickeln, sondern man muss ganz von vorn beginnen. Also man muss die Sachen, das hat er ja selbst im Krieg erlebt. Also er hat ja erlebt, was, wie brutal, also diese Ideologie, die er, unter der er quasi als junger Mensch erzogen wurde, wie brutal die zerstört wurde. Und man spricht ja auch von der Stunde Null, was ich für keinen guten Begriff halte. Aber die Stunde Null sagt auch sowas, dass da ein Endpunkt ist und dass man dann bereit sein muss, die neuen Ideen zu entwickeln. Also Christus war für ihn, also ich kann das nur empfehlen, um das abzukürzen, es gibt ein Gespräch mit dem Jesuiten Pater Menikes, wo er den Christus, sein Christusbild erläutert, und das ist faszinierend, das zu lesen. Das kann man noch kaufen. Also er hat ja so verschiedene Kulturentwicklungsvorstellungen, also von den magischen, mythologischen Kulturen in die rationale Kultur. Und das, der Beginn der Rationalität ist für ihn Christus, der den Einzelnen, also das Ich, das Individuum einführt, also die Gruppenseele sozusagen aufhebt, das, was dann in der Renaissance wirklich Praxis wird. Also er ist der Beginn des Einzelnen, der dem anderen gegenübersteht und das andere analysiert, ja, der versucht zu verstehen, was ist denn das andere? Und das ist der Beginn der Analyse, der Wissenschaft, der Auseinandersetzung mit dem anderen, was vorher besetzt war durch Götter und so weiter, die es alles bestimmt haben. Aber jetzt kommt der freie Mensch und sagt, ich will wissen, was ein Gewitter ist. Das ist nicht Zeus, da muss was anderes drin sein und so weiter. Ja. Also das ist, glaube ich, leicht nachvollziehbar. Und noch einen Punkt zu sagen, er hat sich niemals als eine Christusfigur verstanden. Das ist ein absoluter Irrtum. Er wollte nie Messias sein. Er hat sich als dritte Person kreiert, als öffentlichen Modellversuch an sich selbst. Ja, das ist etwas, was man bewundern muss. Ja. Wer von uns würde das machen? Ja. Gut. Prima. Frau Jun, Sie hatten noch eine Frage. Hat sich schon erledigt. Okay. Gibt es noch jemand, der noch eine Frage stellen möchte? Ja, dann bleibt mir nichts anderes, als Ihnen nochmal zu danken, Sie alle nochmal herzlich einzuladen, sich die Ausstellung unten anzugucken und viele Bücher über Beuys, die wir hier im Haus haben, auszuleihen. Also auch, wir haben also noch weitaus mehr, als was hier in den Vitrinen liegt, und kommen Sie in unsere Sammlungen und sehen Sie sich unsere Beuys-Exponate und Objekte an. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielleicht sprechen wir uns unten noch in der Ausstellung.